Herzlich willkommen, lieber Musikfreund, bei Vortex Hi-Fi Short and Simple. Heute beschäftigen wir uns mit dem Eraser-Stab. Wir sind dazu bei Ed Docken. Hallo Ed. Hallo Norbert. Ja, Ed, der Eraser-Stab, eine Revolution im Bereich der Entmagnetisierung, obwohl es ein Magnetstab ist. Ja. Erstmal ein Widerspruch. Ja, aber wir erklären das ja gleich, ja. Was das Wesentliche ist. Ich bin mal gespannt. Ja, warum haben wir überhaupt einen Eraser-Stab gemacht? Wir haben festgestellt, dass unsere Entstörprodukte, wenn diese einem Feld ausgesetzt werden, nach einer gewissen Zeit anders klingen, schlechter klingen. Ja, das gilt also für unsere Ronden, ja, genauso wie unsere Caps oder auch unsere Filter. Das ist jetzt kein neues Phänomen im Allgemeinen, ja, weil wir wissen das ja auch schon von Kabeln und auch von Abschlussstecker. Ja, ja, also ja. Wenn man früher einen 75 Ohm Abschlussstecker an einen Digitalausgang eines CD-Spielers angeschlossen hat, dann hat man sich gefreut, ja toll, Klang ist wesentlich besser. Und dann hat man nach einem Jahr den Stecker abgemacht und hat festgestellt, jetzt klingt es ja besser. Wie kann denn das sein? Der war da vorher besser, wenn ich ihn dran hatte. Ja. Und dann hat man halt nach und nach in der Branche festgestellt, ja, es macht Sinn, Stecker und Kabel und alles das, was einem Feld längere Zeit ausgesetzt wird, zu entmagnetisieren. Ja. Da wurden dann immer aufwendigere Produkte hergestellt, also zum Beispiel so das absolute Premium-Produkt in dem Markt ist ja hier dieser Furodec D-Mag. Ja, also das ist ja ein Produkt, das heute über 4.000 Euro kostet. Ja, also ein richtig aufwendiges Teil. Und das ist halt groß genug, zum Beispiel auf dieser Fläche hier kann man also dann, wie man hier sieht, also auch Kabel auflegen und entmagnetisieren. Ne? Also das heißt also, das ist ein Produkt, wo man LPs, CDs, Stecker, Netzteile, aber eben auch Kabel entmagnetisieren kann. Und das ist bisher die absolute Premium-Lösung im Markt gewesen. Und die Kritiker, die sich mit Entmagnetisierern theoretisch auseinandergesetzt haben, haben gesagt, kann ja gar nicht sein. Ja, was will ich an einer CD entmagnetisieren? Weil sie Kunststoff ist. Weil sie aus Kunststoff. Also das eine ist in der Regel Polycarbonat, also diese durchsichtige Schicht. Und die helle Schicht ist meistens Aluminium oder Gold. Ja, aber weder Aluminium noch Gold ist ferromagnetisch. Ja, hat also keine Hysterese, die jetzt dazu führt, dass da ein Restmagnetismus, also übrigens also eine Remanenz. Ja, das war immer eine lange Diskussion, die herrschte. Ja, ja, und das führte also dazu, dass manche gesagt haben, ja, ihr habt ja einen Vogel, ja, warum kauft ihr euch einen Entmagnetisierer? Das kann doch gar nicht funktionieren. Diejenigen, die es ausprobiert haben, haben aber gemerkt, es funktioniert. Genau. Völlig egal, ob etwas magnetisierbar ist oder nicht. Ja, ja. Ja, und das ist vor allen Dingen auch hier bei Kabeln. Ne? Diese Kabel sind mit Sicherheit nicht magnetisch. Ja, also bis auf USB-Kabel, wo die Stecker oft magnetisch sind, also im Markt kaum was anderes zu haben ist, finden wir keine Materialien, die hier irgendwie magnetisch sind. Also das Kupfer ist nicht magnetisch, man verwendet keine magnetischen anderen Komponenten. Witzigerweise sind oft die Schrauben hier magnetisch bei den Steckern. Aber es ist so, dass man diese Unterschiede deutlich hört. Also und man hört auch, ob man auf so einem Entmagnetisierer zum Beispiel dieses Plastikteil entmagnetisiert und dann in die Steckdose steckt. Das heißt also, wir haben einen klaren Unterschied, ob man etwas entmagnetisiert oder nicht. Weil wir aber überhaupt gar das ist überhaupt ein Magnetfeld, das überhaupt nicht magnetisieren kann, also kein Restmagnetismus in dem Material verbleibt, musste es etwas anderes sein. Ja, also es konnte nicht an einem Restmagnetismus liegen, dass diese Kabel oder diese Stecker sich verschlechterten.
Und unsere Überlegung war, wenn es das nicht ist, dann bilden sich Strukturen, die klangschädlich sind, durch die Felder. Ja, Informationen. Und welche Strukturen sind das? Informationen. Und das, was wir auch als Informationen bezeichnen, das, was wir dauerhaft auf Kabel aufbringen, die kann man aber auch schwach haben, sodass sie dann löschbar sind. Mhm. Und das kann ein starkes Magnetfeld machen. Ja. Und wie entstehen so solche Strukturen, solche Informationen? Naja, wir haben ja Materialien, und Materialien haben ja Spin-Momente, ja, und das heißt, wir haben ja verschiedenste Ausrichtungen von Magnetmomenten, die aber jetzt nicht nach außen unbedingt eine Wirkung haben können. Also wir haben ja zum Beispiel Diamagnetismus oder wir haben Paramagnetismus. Es gibt ja verschiedene magnetische Formen, die nach außen neutral wirken. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass im Material nicht magnetische Strukturen vorherrschen. Ja. Also das heißt, es gibt Magnetmomente innerhalb von Materialien, die nicht als ferromagnetisches Moment nach außen messbar sind. Und demnach auch kein magnetisches Feld nach außen verformen. Also, verformen, ja. Also praktisch kein Restmagnetismus haben, Remanenz besitzen. Und das ist also etwas, wo ich dann gesagt habe, okay, da brauche ich ja auch gar kein oszillierendes Magnetfeld. Also diese erzeugen ja ein oszillierendes Magnetfeld. Mhm. Das heißt also positiv, also plus, minus, plus, ja, Nord, minus, Nord, Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, Süd. Nord, Süd. Und die machen das also so, die machen also nicht nur Nord, Süd, sondern das wird immer kleiner. Ja, also erst ein großes Feld, dann wird das immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Mhm. Ja, und dann ist das praktisch ein Magnetfeld, das sich gebildet hat, weg. Da aber gar kein Magnetfeld sich hier speichert in den Materialien im Sinne von Ferromagnetismus, braucht man auch diese Art der Beseitigung nicht, sondern es geht auch mit einem Dauermagneten. Mhm. Denn wenn es darum geht, wenn ich also jetzt hier zum Beispiel unsere Stäbe nehme, also zum Beispiel jetzt mal der Stab 3. Der Stab 3 hat zwei Magnetstäbe. Und das ist der Eraser? Eraser 3. Ne? Ja. Dieser Eraser 3 hat zwei Magnetstäbe, also das kann man hier messen. Das ist einmal, da kann man Süden und Norden mit feststellen. Das ist einmal hier, sieht man das? Also da ist ein Norden, ja, und wenn ich den drehe, also hier rüber gehe, dann geht er auf Süden. Ja? Süden, Norden. Das heißt, hier haben wir ein Magnetfeld in dieser Richtung. Ja. Das ist ein relativ dicker Stab. Das heißt also, wir haben hier ein sehr starkes Magnetfeld. Wir haben hier ein N52 Magneten verbaut. Also das Stärkste, was wir zurzeit am Markt kaufen können. Mhm. Ja, stärker geht es nicht. Ja, haben wir hier dadurch, dass der Magnet auch noch so dick ist, also, weil das ist die Dicke jetzt des Magnetes, haben wir natürlich ein ganz starkes Magnetfeld hier. Das haben deshalb, wenn wir große Strukturen haben, also wie zum Beispiel so einen dicken Stecker hier, ja, dann wollen wir in den Stecker hinein und dazu brauchen wir ein starkes Magnetfeld. Mhm. Weil Luft ist ein sehr hoher Widerstand für Magnetfelder. Ja. Ja, und deshalb ist es also so, dass wir da mit ordentlich Energie drauf müssen. Mhm. Haben wir zum Beispiel Flächen, wie jetzt dieses dünne Plättchen hier, oder wir wollen eine Schallplatte bearbeiten, erasen, oder man hätte früher gesagt entmagnetisieren, wie gesagt, ohne dass dann wirklich ein Magnetfeld existiert, dann gehen wir mit diesem Teil hier, das ist jetzt eine Fläche und da ist es so, der ist jetzt diametral eingebaut. Das heißt, wir sehen das hier, ich drehe den und er dreht jetzt die... Mhm, ja. Ist es? Ja. Ja? Ja. Also er dreht hier seine Magnetrichtung. Ja, und wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich das bewege, kann ich das schnell ändern. Mhm. Ja? Das heißt, wir können hier, haben hier Magnetfelder, die wir auf Objekte, auf Objekte ausrichten können. Ja. Ja, also zum Beispiel, hier haben wir ein relativ großes Volumen, dann geht man mit dieser Seite
Ja, weil das ein ganz dicker, dicker, dicker Magnet ist. Ja. Auf einen Punkt. Und dann geht man hier eben über diese Fläche hinweg. Ja. Aber weil es sehr dreidimensional ist, macht es Sinn, das auch von der anderen Seite zu machen. Mhm. Ja. Also auch hier die Kontakte. Ja. Aber eben auch hier diesen Kunststoff. Ja, es geht also nicht um das, die Metalle. Ja, das ist ja das Kuriose, dass es nicht um ferromagnetische Materialien handelt. Der Kunststoff selber nimmt auch diese Informationen auf, bildet auch diese Strukturen aus. Deshalb muss dieser Kunststoff auch bearbeitet werden hier. Ne? Mhm. Ja. Ja, Na gut, das haben wir eigentlich immer gesehen mit einer CD, ja, und mit einer LP auf. Ja, es geht nicht, ja, nur um die auf dem D-Mark. Genau, ja. es geht nicht nur um die Metalle, ne? Nein, also es geht um alle Materialien. Ja. Grundsätzlich alle Materialien lassen sich informieren. Mhm. Ja, also insofern ist das wichtig, dass man eben alle Materialien eines Objektes dann auch bearbeitet. Ja. Ja, also damit sind wir in der Lage, eben, weil es ein sehr starkes Magnetfeld ist, diese Informationen, die sich da gebildet haben, diese Strukturen, diese elektromagnetischen oder Magnetstrukturen, die können wir löschen. Mhm. Ja, und wenn man das macht, dann fällt einem auf, wow, das geht ja locker genauso gut wie mit einem exzellenten Entmagnetisierer. Ja. Ja, weil es geht nicht um Entmagnetisieren, es geht um Löschen. Mhm. Im Löschen von Strukturen, die sich gebildet haben. Und wie lange hält jetzt so eine Entstörung? Wenn man sagt, okay, ich habe... Also das kommt jetzt darauf an, ob es Materialien sind, die von uns aktiviert sind. Mhm. Also wir haben ein Aktivfeld, kann man bei uns auf der Website nachlesen, was das ist. Ja. Also dieses Aktivfeld selber hat die Fähigkeit, diese Strukturen, die sich bilden, zu verhindern. Ja, ja. Ja. Aber langfristig passiert es doch. Ah, ja. Aber das ist das, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Ah, ja. Also langfristig passiert es doch, sodass man also sagen kann, ich würde so alle aktivierten Produkte so jedes Jahr einmal damit bearbeiten. Mhm. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, wie aggressiv die Störungen sind, die dort eine Struktur hinterlassen. Also zum Beispiel, umso höher frequent das Problem ist, desto häufiger sollte man es machen. Ja? Da gibt es keine Regel, das wird man ausprobieren müssen. Mhm. Weil es ja individuell davon abhängt. Wenn ich jetzt ganz viel Hochfrequenz auf und auch Radiofrequenzen auf meinem Stromnetz habe zum Beispiel und möchte jetzt ein Netzkabel entstören, ja, dann ist es also so, dass ich natürlich aufgrund dieser hohen Frequenzen auf dem Netzkabel das Netzkabel schneller in einen schlechten klanglichen Zustand versetzt haben. Mhm. Sodass das sinnvoll ist, das vielleicht alle 3 Monate zu machen. Ja, also da gibt es jetzt keine feste Regel. Ja, wenn ich jetzt, wir hören das auch, also bei Workshops, wo es bei mir auf jedes kleine bisschen ankommt, mache ich das jeden Tag. Also am Tag des Aufbaus, am Tag des ersten Workshop-Tags und am Tag des zweiten Workshop-Tags. Mhm. Ja, man hört es. Mhm. Ja. Ja, es ist ja ein langsamer Prozess. Es ist ja nicht so, dass das schlecht ist und gut ist, sondern es ist ein bisschen schlechter. Ja? Naja, und das... Das wird dann schleichend immer mehr. Ne? Also ja. Bei unseren, wie gesagt, Produkten hier würde ich sagen so jedes Jahr, es sei denn, man hat ein sehr aggressives Umfeld, dann macht man es halt häufiger. Mhm. Ja. Bei einer CD, ja, kannst du die Frage selber beantworten. Wenn du die auf dem D-Mark hier entmagnetisiert hast, am nächsten Tag legst du sie nochmal drauf beim Hören? Jedes Mal, wenn ich mich die LP anhöre. Genau. Ja. Das heißt also, aus Erfahrung kann ich schon sagen, ja, man hört, nachdem man zum ersten Mal so eine CD oder LP entmagnetisiert, lassen wir sagen, informiert hat, ja, ja, hört man eigentlich nach einem Tag, 2 Tage
oder ein paar Wochen hört man doch deutlich, dass die, dass der Klang sich wieder wegen dieser neu erneuten Informierung oder dass der Klang sich verschlechtert hat. Ja. Ja, ja. Und daher sage ich, wenn ich mich eine CD nehme, lege ich die erstmal auf dem Endmagnetisierer. Ja. Ne? Und dann höre ich. Wir hatten ja früher auch nichts anderes als Endmagnetisierer. Und ich kann dir eins sagen, als wir noch nicht unsere Rondo 120 hatten, die man ja auf das CD-Laufwerk legt, damit das permanent entstört wird, da haben wir den Effekt gehabt, dass wenn man jetzt eine CD entmagnetisiert oder bei uns auf eine 120er Ronde legt, ja, dass schon am Ende der CD, wenn die CD rum ist und man geht dann wieder auf den ersten Track, die Qualität des ersten Tracks schlechter war. Das heißt nicht nur des ersten Tracks, sondern das ist ein schleichender Prozess. Der letzte Track war auch schlechter als der erste. Ja. Man kann damit halt nur schlecht vergleichen. Ja. Ja. Also um das zu verhindern, haben wir eben die 120er Ronde nicht nur genommen, um die CD draufzulegen, um sie dann zu hören, sondern oberhalb oder unterhalb des Laufwerks zu positionieren, dass also die CD permanent entstört wird. Ja. Ja? Weil diese Teile nämlich, sie hört sich immer toll an, man legt eine CD drauf, ja, und die ist dann besser, wesentlich besser sogar. Aber man macht ja keinen Vergleich, wie ist das beim zweiten Stück oder dritten Stück, oder legt sie dann wieder drauf oder so. Ja, ja, ja. Ja? Und also das ist also ein Prozess, der stattfindet. Und daher ist, wenn man einen Magnetisierer verwendet oder einen Stab verwendet, ist immer noch sehr, sehr sinnvoll, gerade bei CDs, ja, eine 120er Ronde. Hast du mal eine, dass wir die mal zeigen können? Ja, steht hier, ja. Dass man eine 120er CD-Ronde 120, das ist die CD-Ronde 120, das ist eine Entstörronde, auf die kann man, so wie beim Magnetisierer, auch hier das auflegen. Und um eben die Qualität über den gesamten Hörprozess optimal zu halten, legt man die einfach einmal hier auf, ja, 20 Sekunden, ja, legt den in den CD-Schacht rein, ja, und dann, wie gesagt, man positioniert dann diese Ronde unterhalb oder also unterhalb oder oberhalb des Laufwerks. Das ist ein sogenanntes bipolares Feld. Was das ist, kann man bei uns auf der Website nachschauen. Dann bleibt er dann stabil. Mhm. Ja, denn wir haben enorm starke Felder innerhalb eines CD-Spielers, vor allen Dingen sehr hochfrequente, sehr hoch getaktete Frequenzen, was also dazu führt, dass wir sehr schnell hier sehr starke Wirbelströme erzeugen, durch das Drehen auch der CD. Sie dreht sich ja sehr schnell. Wir haben einen Aluminium-Layer, das heißt also, wir haben einen Leiter. Das heißt, wenn ich das drehe, erzeugen sich allein aufgrund der Felder, die sich drumherum befinden, erzeugen wir Wirbelströme, die dann diese Strukturen bilden. Mhm. Ja. Ja, also das heißt also, diese Kombination aus Aluminium und Nichtleiter ist keine so tolle, weil hier in dem Leiter entstehen die Wirbelströme und erzeugen in dem Nichtleiter dann diese Strukturen. Ja, ja. Ja, ja, also das ist doof, aber es ist wie es ist. Ja. Also eine Frage. Ja. Wenn man die CD-Ronde nimmt, ja, und man hat die CD damit behandelt. Ja. Ja? Man, ist es dann so, dass man sagt, okay, so eine Eraser-Stab mit seiner Informierung. Ich sage ruhig Entmagnetisierung. Wir wissen, dass es keine Entmagnetisierung ist, aber ja, okay. Wir nennen das jetzt, weil man das immer so sagt. Ja. Aber gibt das damit noch eine ergänzliche Auswirkung? Ja, es ist stärker. Es ist stärker. Hat eine deutlich stärkere Impact auf das Material. Aber also da würde man sagen, okay, ich mache hier mir die CD und der habe ich unter der CD Spielerplayer liegen. Ja. Und der hält die CD dann lange stabil. Ja. Ja. Das reicht. Okay. Gut. Ja. Also die Kombination macht Sinn. Also man sagt ja manchmal, ja, dann nehme ich dann nur den Eraser-Stab, brauche ich diese 120er Runde so nicht. Mhm. Erstens mal ist das Laufwerk dann nicht entstört. Ja. Ja, also ganz wesentlicher Aspekt. Aber die CD verliert halt auch dann ihre
ihre Struktur schnell, was in Verbindung damit nicht passiert. Ah, ja. Man kann auch anstatt einer 120er eine 70er Runde nehmen, also eine Halb-CD. Also das, also das heißt, wenn ich jetzt hier eine CD habe und positioniere die so und die dreht sich drüber weg, habe ich ja die gesamte CD erfasst. Ja. Ja, also das ist so die einfachste Variante, die ja nur etwa ein Drittel kostet. Ja, das also als Verständnis, warum es überhaupt so einen Stab gibt. Mhm. Ja, also es gibt so einen Stab, weil wir von der Entmagnetisierung wissen, dass es da irgendetwas gibt in den Materialien, das de facto, das wissen wir von den Kritikern, nicht magnetisch ist. Ja. Aber eben eine Wirkung ist, das wissen wir von den Leuten, die es ausprobiert haben. Ja, ja, also das ist eine deutliche klangliche Wirkung. Ja. Daraufhin haben wir also das, weil wir wissen, es geht mit Magnetismus weg, haben wir diese Stäbe entwickelt. Mhm. Und diese Stäbe haben halt einen Vorteil. Ich kann zum Beispiel die Kabel am Gerät lassen. Ich kann die Kabel am Gerät lassen und kann an den Kabeln lang gehen. Mhm. Ja? Also ich muss das nicht immer abmachen und dran machen. Oder zum Beispiel haben wir auch festgestellt, wenn ich zum Beispiel ein Handy auf einen Glastisch lege oder einen Beistelltisch im Allgemeinen, aber Glastisch insbesondere, weil Glas Informationen sehr intensiv speichert, mhm. dann ist es so, dass wenn ich da das Handy wegnehme, der Klang im Raum auch noch schlecht ist. Weil dieses Glas diese Informierung hat. Jetzt kann ich nicht mit dem Teil hier euch die Wohnung wuchten und überall, wo elektromagnetische Wellen durchgehen, da mal dran rumhalten. Das ist einfach völlig unpraktisch. Mhm. Ja. Und das ist der Vorteil dieser Eraser. Die Eraser sind mobil. Ich kann also den Tisch dann damit abarbeiten. Ja. Ja? Ja. Also man geht natürlich direkt drauf und zieht entlang. Ne? Der Abstand ist ja entscheidend bei der Magnetfeldstärke. Mhm. Ja? Also Abstand und Ungeschwindigkeit. Oder nicht? Nicht wirklich. Ne? Also ich mache das zwar auch immer langsam. Ja. Aber das ist so eine Bauchsache. Mhm. Die Wahrheit ist, dass wenn das Magnetfeld da drüber geht, dann ist es passiert. Also wir haben ja, wir haben es ja nicht mit irgendeiner, wie soll ich sagen, mit etwas zu tun, das sehr lange braucht, um ummagnetisiert zu werden. Ja, das ist intensitätsbasiert. Mhm. Ja, also das ist ein starkes, eine starke Störung drauf, dann ist die, ob ich da schnell drüber gehe oder langsam drüber gehe, mehr oder weniger gleich beseitigt. Okay. Der Abstand ist das Entscheidende. Ich persönlich mache es auch langsam, aber da spart mich auch einen Haufen Zeit, weil hier im Raum sind viele Glasflächen. Also ich habe die mal damit behandelt. Und also da passt Kopf und Bauch irgendwie nicht richtig zusammen. Ja, ja. Also, ja. Weil wir wollen erst gründlich machen. Ja, genau. Ja, also das heißt also, der Stab ist halt ungleich flexibler. Mhm. Oder das Problem haben wir ja auch bei Beleuchtungskörpern und LED-Lampe. Mhm. Ja? Also das heißt, wenn ich mit dem Magnet da dran gehe, ja, haben wir ja auch diese Information, die sich da gebildet hat, gelöscht. Ja, das sind die Fensterscheiben. Ja, also Fensterscheiben, da gehen ja auch elektromagnetische Felder durch. Die sind zwar jetzt nicht so stark wie an der Steckdose oder wie an der Lampe, ja, aber da gehen die auch durch. Und nach einem Jahr würde ich auch empfehlen, mit einem Eraserstab über die Fensterscheibe zu gehen. Ja, also insofern ist das ein Produkt, was es so nicht gab bisher. Ja? Also ich war nicht in der Lage, eine Fensterscheibe oder einen Beistelltisch oder so zu entmagnetisieren. Oder es ist ja kein Entmagnetisieren, also zu löschen. Ne? Löschen hört sich irgendwie komisch an, weil es noch nicht so ein eingeführter Begriff ist. Aber es ist natürlich der richtige Begriff. Ja, ja, also das heißt, ein Störmittel von uns jetzt oder von uns jetzt etwa ein Jahr. Ja.
Und wenn das jetzt Produkte von anderen sind, die kein Aktivfeld besitzen, naja, da wird man schon mehrfach im Jahr dran gehen müssen. Mhm. Ja, also das heißt auch für solche Caps. Diese Caps haben keine Information, kein Feld, kein Aktivfeld. Also, da wird man also auch schon ein paar Mal dran gehen müssen. Es geht aber relativ leicht, man kann sie auch in der Steckdose lassen, hier Beispiel. Naja, und dann muss sagen, okay, das mal so da drauf. Da geht man, ups, jetzt ist es weg. Hier. Also da geht man drauf, fertig. Naja. Wenn man, also diese hier zum Beispiel auch am Fenster, die ein Störmittel hier, diese 30er Runde am Fenster hat, ja, da macht man da nicht stundenlang drauf, sondern drauf, fertig. Das hat einen Grund. Aber das Magnetfeld bringt uns nämlich der hier würde jetzt gruselig klingen in dem Moment. Mhm. Weil das Magnetfeld bringt uns die Strukturen, die wir aufgebracht haben, drin, durcheinander. Mhm. Das ist zwar ein selbstheilendes Konzept, das heißt, in einer halben Stunde ist das wieder in Ordnung, aber das ist schon eine Vergewaltigung dieses Produktes. Ja? Naja. Das klingt eine halbe Stunde richtig schlecht. Ja? Also eine Erstverschlechterung. Aber das muss man kurz in Kauf nehmen. Also wenn, es ist auch unsere Empfehlung, wenn das montiert ist an der Scheibe, das so zu machen. Ansonsten empfehlen wir unsere Obsidiane oder alles, was man unter fließendem Wasser machen kann. Also was nicht befestigt ist und nicht aus elektrischen Gründen nicht mit Wasser in Berührung kommen darf. Ja. Ja? Also das zum Beispiel, selbst wenn man es abmacht, das ist zwar Kunststoff, aber hier kann sich ja hier drin Wasser bilden. Mhm. Wenn ich das jetzt waschen würde, ja, das ist die Empfehlung, also dass man bei Beispiel so eine Ronde ja, unter fließendem Wasser 15 Sekunden, 20 Sekunden unter fließendem Wasser hält. Ja. Also nicht waschen, auch nicht auch nicht in eine Badewanne schmeißen oder so, sondern es geht um das fließende Wasser. Diese Strömung erzeugt ein Rauschen, ein elektrisches Rauschen. Ja? Erzeugt ein Rauschen und das löscht diese flüchtigen Informationen. Das ist die erste Wahl für diese Produkte. Okay. Ja? Das ist das Beste, was man damit machen kann. Also nur auf einem feuchten Tuch. Bringt nichts. Muss man wirklich... Null, gar nichts. Schieben über das feuchte Tuch. Nein, das würde eine Ausströmung sein. Ja, nein, also das Wasser. Das feuchte Tuch kann man... Das ist eine statische Aufladung. Man kann ja... Also wir haben ein Dokument auf der Webseite. Mhm. Das heißt Forever Young. Ja, da beschreiben wir, wie wir die Qualität der Komponenten auf dem höchsten Niveau belassen können über viele Jahre. Ja, ja, ja. Ja, indem man zum Beispiel mit dem Eraserstab Objekte dann bearbeitet oder eben unter fließendem Wasser behandelt oder eben mit einem feuchten Tuch abwischt, um statische Aufladungen zu reduzieren. Also dieses Forever Young Dokument ist also eine Fundgrube für all diejenigen, die auf sehr hohem Niveau schon Musik hören. Und damit kann man ohne jede Investition die Qualität beibehalten, die Anlage mal hatte. Ja, denn die hat sie nicht mehr objektiv. Deshalb gibt es ja diese Dinger, weil eben die Kabel die Qualität verlieren. Ja, und also das zeigt, was man alles machen kann. Mhm. Ja. Und wie gesagt, eine Komponente ist eben das Löschen von Informationen. Und das kann man damit machen. Aber wie gesagt, alles, was man unter das Wasser halten kann, was ich hiermit nicht machen würde, sollte man unter Wasser, fließende Wasser bringen. Da steht aber alles genau drin. Ansonsten würde man eben, werden ja mit einem Pad verklebt und das alles jetzt abmachen ist nicht nötig. Also ja. Dafür haben wir dann nachher den Stab. Ne? Aber man muss wissen, eine halbe Stunde klingt es gruselig, ja, also wenn man das gemacht hat. Mhm. Okay. Weil man eine Erstverschlechterung massiver Art provoziert. Ja. Ja. Hast du dazu noch eine Frage zu der Theorie? Ich glaube, das haben wir gut ausgeführt. Gut ausgeführt, ja. Und dann würden wir uns das einfach mal praktisch angucken. Ja. Gut. Ja? Eben. Okay. Wir haben
grundsätzlich zwei Arten von Stäben. Also wir haben drei Stäbe, also einen weißen, einen blauen, den haben wir jetzt hier nicht hingelegt, und wir haben einen grünen Stab. Man merkt auch hier, wenn ich den hier hinlege, dann wackelt der andere gleich mit. Es sind halt sehr starke Magneten eingebaut. Also grundsätzlich Magneten nicht an empfindliche Elektronik verwenden. Da hat man einen Herzschrittmacher, empfehle ich auch nicht, diesen Stab zu verwenden, weil dieser Herzschrittmacher möglicherweise Schaden nimmt, wenn ich das jetzt hier damit rumfummle. Mhm. Ja, also das ist keine gute Idee. Nein. Ja, also Mikroelektronik im Allgemeinen sollte man diesen Stab nicht verwenden, also Uhr ausziehen, auch ist auch angesagt, wenn man mit dem Stab arbeitet. Ansonsten muss man eben ausgesprochen vorsichtig sein. Was also auch wahnsinnig gefährlich ist, sind 100-Nehmer. Also nicht mit dem Stab an einen 100-Nehmer rankommen. Ja, das kann also dazu führen, dass der 100-Nehmer der Atomarm rüberschwingt und die Nadel nachher getroffen wird und kaputt geht. Also das ist auch etwas, da muss man ultra vorsichtig sein, auch wenn beim Plattenspieler zum Beispiel Sachen wie Plattenteller oder sowas eine unglaubliche Wirkung haben. Mhm. Also das Teil, Schallplatten und dann nachher Plattenteller, eine unglaubliche Wirkung. Aber mit dem Tonarm super vorsichtig sein. Also das kann, also da kann ich nur davon abraten, wenn man meint, man ist ein bisschen grobmotorisch, dort dann zu machen. Also das würde heißen, wenn das der Plattenspieler resultiert, ist der Ton abnehmen, dann müsste man dann eigentlich... Dann kann ich ja den Ton, ich kann ja den, dann würde man den hier einsetzen. Ja? Ja, kann man. Ja, dann würde man ihn nur auf der gegenüberliegenden Seite einsetzen. Mhm. Ja, und dann würde man ihn drehen lassen zum Beispiel. Ja. Ja, und dann ist es also so, dann drehen lassen, dann fährt man dann praktisch, kannst hier mal so einmal hier so entlang. Mhm, ja, runter. Du musst schon nah dran, ganz nah dran, ganz nah dran, genau. So. Genau, so würde man das. Ja, ja, ja. So würde man das dann machen. Weil die Magneten sind hier, also hier ist das Magnetfeld, ja, und hier hat man eigentlich. Da ist praktisch nichts. Praktisch nichts. Also, hier, und das, wir können das hier. Ja, ja. Wenn man das sieht. Ja, hier, da ist nichts. Komme ich jetzt hier an die Seite, dann zeigt er das Magnetfeld. Dann leuchtet er auf. Ja, ne? Während wenn ich jetzt hier hingehe, ja, da. Ach, ist nichts mehr. Ja. Ja, also der Einfluss auf den Tonarm ist null. Ja. Nahezu null. Ja. Ja, also das Zweite, wovor ich also echt warnen kann, ihn einzusetzen, sind die Chassis von Chassis von Lautsprechern. Ja, also es ist also so, dass der Korpus vom Lautsprecher und so, das ist toll, wenn man den bearbeitet. Aber auf überhaupt gar keinen Fall in die Nähe der Chassis kommen. Ja? Mhm. Wenn ein Lautsprecher-Chassis, der in die Nähe kommt, zieht sich dieser ganz starke Magnet, ja, wird angezogen von dem anderen starken Magneten, nämlich von dem Lautsprecher, und da knallt sowas in die Membran rein, also das ist auch alles kaputt. Alles kaputt. Ja. Ja. Ja, also unbedingt... Unbedingt fernbleiben von Lautsprecherchassis. Ja, ansonsten, man sollte ohnehin die Bedienungsanleitung sehr gründlich lesen. Ja, also die haben wir online, liegt aber auch eine bei. Die Online-Bedienungsanleitung, alle Online-Bedienungsanleitungen von uns werden also regelmäßig immer wieder immer optimiert. Das heißt also, die Online-Bedienungsanleitungen haben mehr Substanz als das, was wir beilegen. Mhm. Ja, weil wir immer, wenn etwas Neues ist, eine neue Information kommt, die Online-Bedienungsanleitungen dann von uns überarbeitet werden. Es wird also dann ergänzt. Ja. Ja. Während die gedruckten können ja, was ich, 2 Jahre alt sein oder 3 Jahre. Die Produkte werden ja nicht immer sofort verkauft. Mhm. Ja, also das heißt also, wenn man das allerneueste Wissen haben will, dann die Online-Bedienungsanleitung sich anschauen. Ja, gut, das heißt also, diese wichtige Information haben wir jetzt auch nochmal gegeben, dass also möglichst nichts kaputt gemacht wird. Ja, dann wollen wir das mal an ein paar Beispielen. Noch eine Frage. Ja. Hat so ein Stab auch noch Einfluss auf den Motor eines Plattenspielers? Weil
Ja, klar. Ja, weil die, und je, bei jedem Plattenspieler sitzt der Motor vielleicht irgendwo zentral oder hier an der Seite oder vorne. Oder, also wenn der Motor keine Motorregelungselektronik hat, die also die, die empfindlich ist, also Mikroelektronik enthält, also normale Elektronik wird davon nicht kaputt gehen, aber Mikroelektronik, wenn die da drin ist, dann kann man nicht in die Nähe des Motors gehen. Mhm. Aber wenn ansonsten kann man Motor stören, das geht natürlich. Okay. Das ist, also gerade der Motor erzeugt ja Wirbelfelder. Also das ist ja das Prinzip des Motors. Mhm. Ja. Also das ist also insofern ist eine Motorentstörung sehr, sehr sinnvoll. Ja, gut. Ja, das hier haben wir schon mal entstört. Wir, also komplex, das gilt auch für, wenn ich ein, wenn ich kleine Netzteile habe, ja, die werden genauso entstört, wie ich es hier gerade gezeigt habe. Ja. Wir haben das Entstören von diesen 30er-Runden schon gemacht. Das gleiche gilt natürlich für die Diamantrunden in 20. Ja. Also die wird auch einfach kurz punktuell drauf und dann ist das auch entstört. So Objekte wie die Schallplatte sind halt, machen halt Sinn, in der Fläche zu entstören, wenn man das nicht auf dem Plattenspieler machen will. Da legt man die eben vor sich hin, ja. Nimmt den Teil, der diametral arbeitet. Mhm. Da sehen wir hier einen roten Punkt. Der rote Punkt ist nur zur Orientierung, damit ich weiß, dass auf der anderen Seite maximale Feldstärke ist. Ja, ja, das ist, ja. Ich könnte auch mit der roten Seite entmagnetisieren. Also löschen. Ja, das würde also auch gehen. Aber dann sehe ich ihn ja nicht. Dann weiß ich nicht, wo ist die maximale Feldstärke. Mhm. Also insofern macht es Sinn, den Punkt nach oben zu nehmen und dann hier rüber zu gehen. Ja? Also auch wenn das hier relativ weich ist, ja, wird es immer auch Plattenspezialisten geben, die sagen, ja, um Gottes Willen, nicht die Platte berühren. Man kann sich ja auch so einen kleinen Filz drauf kleben, ja, hier vorne an dem. Ja, ja, verstehe. Ja, und dann, weil man sollte schon so nah wie möglich da drüber gehen, also das ist die Breite des Magneten, also dieser grüne Teil ist quasi so breit ist der Magnet. Ja, das heißt also, man geht hier rüber, über diese Fläche, ja, und hat dann diese LP entmagnetisiert. Ist die, stark genug, die andere Seite auch zu entmagnetisieren. Ist diese Entmagnetisierung genauso stark wie bei so einem professionellen D-Mark? Also die Löschwirkung ist eine andere, weil die Struktur, mit der das gemacht wird, eine andere ist. Mhm. Wir haben drei Stäbe und diese drei Stäbe haben die gleichen Magneten. Das heißt, die Magnetfeldstärke ist identisch. Ja. Ja? Aber hier sind unterschiedliche Informationen aufgebracht, die wir ja mit übertragen. Mhm. Wenn ich einen normalen Magneten nehme und gehe hier drüber, dann lässt der seine Informationen auch dort zurück. Naja. Aber was dazu führt, dass es nicht so doll klingt. Naja, aber in der reinen Entmagnetisierung durch den Magneten. Die können wir nicht vergleichen. Den? Können wir nicht vergleichen. Nein. Ja, könnte man vergleichen, nur sollte man dann den Stab haben ohne Informierung. Ja, dazu müsste ich, also wenn ich ein, wie will ich das vergleichen? Okay. Nehmen wir mal also eine Schallplatte, die hat tatsächlich hier drin Magnetpartikel. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ja, das heißt, wenn ich jetzt den Magnetismus messe, wir haben ja entsprechende Messgeräte, ja, dann werde ich feststellen, dass er hier diesen Magnetismus tatsächlich etwas reduziert. Ja. Ja, das heißt also, danach ist hier ein geringeres Magnetfeld, die er erzeugt. Ja. Ja. Aber das ist ja doch gar nicht das Problem, über das wir reden. Nein. Das ist nur ja, eine Frage. Also, wenn ich aber mit dem Stab jetzt rübergehe, ja, dann haben wir dieses Magnetfeld möglicherweise etwas erhöht. Weil er löscht doch nicht das Magnet, er bringt doch eins auf. Mhm. Ja, also das heißt, ist das jetzt besser oder schlechter? Weil es aber das gar nicht das Problem ist, ja,
braucht man diese Frage erst gar nicht zu stellen. Nee, aber dann ist es eigentlich... Verstehst du? Dann ist eigentlich in diesem Fall eigentlich Entmagnetisieren nicht zutreffend. Nein, in diesem Fall würde man sagen, in diesem Fall, wo man tatsächlich... Da kann man tatsächlich messen, dass da Ferro... Bei dieser schon, diese mit Zeit. Das ist ein Entmagnetisierer, entmagnetisiert auch. Ja, er entmagnetisiert auch Dinge, die man nicht entmagnetisieren kann. Aber bei darüber sind wir... Aber bezogen auf die Schallplatte... Ist das ein Magnetisierer? Quasi. Ist das ein Magnetisierer? Aber es spielt keine Rolle, weil es geht um den Klangeffekt, Das Löschen. Ja, gut. Und da wollte ich drauf hinaus. Also wir haben drei Qualitäten an Stäben. Mhm. Also wir lassen eine Information auf dem Objekt zurück, wenn ich mit diesem Stab darüber gehe. Ja. Und da haben wir festgestellt, wenn du jetzt konkret jetzt den D-Mark ansprichst, dieser Stab hat nicht die Qualität des D-Mark. Also wenn ich hiermit lösche, nicht die Entmagnetisierungsqualität. Nicht die Klangqualität. Nicht die Klangqualität. Der erreicht nicht die Klangqualität wie der D-Mark. Ja? Dann haben wir den, kostet aber 99 Euro. Das der weiße. Kostet 99 Euro. Okay, So, dann haben wir ein zweites Produkt. Das ist der blaue Stab. Der kostet 199. Das ist der Eraser 2. Eraser 2, genau. Mit PI-Information. Und das ist es so, da sind sich... Ich will jetzt nicht meine Meinung sagen, weil ich habe der Klang gefällt mir halt, was ich da entwickelt habe, sonst hätte ich ihn nicht so entwickelt. Ja, mhm. Sondern das, was an Feedback bei Workshops rüberkommt. Ich bringe den ja in den Vergleich, damit ich das Premium-Produkt des derzeitigen Marktes ja mit dem vergleiche, was wir gemacht haben. Ja. Alles andere halte ich für Quatsch, sonst kann man gar nicht beurteilen, was unsere Stäbe leisten oder eben nicht leisten in dem Fall jetzt. Also der blaue wird etwa 50% wird bevorzugt, also unser Eraser 2. 50% der Leute, die diese Workshops gemacht haben, sagen, der Eraser 2 klingt besser als eine Entmagnetisierung vom D-Mark. Ja. Ja. Und dann haben wir das mit dem Eraser Stab 3 gemacht und da sagen fast alle, dass der Eraser Stab 3 besser klingt wie der D-Mark. Und dann bei Schallplatten? Nein, wir haben es mit Steckern gemacht, Okay. Nicht mit Schallplatten. Okay. Also Schallplatten teste ich relativ selten. Mhm. Ja. Also da kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich kann es bei anderen Objekten sagen, wie Kabeln, Steckern und Entstörmitteln, die ich üblicherweise bei Workshops eben dann zeige. Mhm. Ja, also das heißt also, der D-Mark hat ein Niveau, das der zwischen unserem Stab 2 und Stab 3 liegt bei diesen Sachen, die jetzt auch hier drauf liegen. So rein klangmäßig. Klangmäßig beurteilt. Er hat natürlich trotzdem noch den Nachteil, mit ihm kann ich nicht meine Fensterscheibe machen. Mit ihm kann ich nicht meinen Reck machen. Haben wir auch festgestellt, dass das geht jetzt nicht nur für ihn. Also ich will das Produkt hier nicht schlecht machen. Es gilt für jeden Entmagnetisierer, der am Netz ist. Mhm. Ja, der erzeugt Störungen in den Raum, selbst wenn er ausgeschaltet ist, weil er Netzkabel dran hat, an die Elektronik angeschlossen ist, wie ein Gerät im Raum. Ja. Ja? Und dieses Gerät im Raum erzeugt Störungen, die den Klang reduzieren. Das heißt also, auch wenn man mit dem Mark arbeitet, und ich halte es nach wie vor für ein herausragendes Gerät, empfehle ich, den Netzstecker zu ziehen, wenn man dann Musik hört. Ja. Also nicht nur auszuschalten, sondern richtig den Netzstecker ziehen. Mhm. Das gilt aber für alle Entmagnetisierer, weil es, wie gesagt, richtige Geräte sind. Ja. Ja, also. Einleuchtend. Das hier haben wir gemacht. Bei der CD geht man exakt genauso vor. Mhm. Ja, also auch mit dieser Fläche über die CD gehen. Ja. Da geht man. Ist ja super schnell gemacht. Das war's. Ja, also
auch hier muss man nicht die andere Seite noch machen, weil die Magnetfelder entsprechend stark sind. Es sind ja keine ferromagnetischen Felder da, die irgendwas abblocken oder so. Geht durch den Kundschaft durch und das Metall wird ganz genauso mit, mitgelöscht. Ja, und der Effekt ist ziemlich knackig. Also wir verkaufen viele Razorstäbe rein für die Leute, die das über CD gehört haben, gar nichts anderes gehört haben, sagen, oh, die meine CD-Wiedergabe ist so viel besser mit dem Razorstab. Aber auch die LP, also gewinnt enorm durch den Razorstab. Also das ist, ja, man muss es einfach mal ausprobieren, ne? Dann weiß man letztendlich, was man da hat. Um das mit den Kabeln nochmal zu zeigen, also wie gesagt, die Kabel können am Gerät verbleiben. Ja? Wenn man ein super empfindliches Gerät hat mit Mikroelektronik, ja, und hat ein was ich, USB-Kabel oder sowas dran, dann würde ich an dem Gerät das USB-Kabel einfach mal abziehen zum Bearbeiten. Mhm. Ja? Aber so normale Analog-Elektronik hat da keinerlei Probleme. Da kann es dran stecken bleiben. Da kann auch ruhig mal dieser Magnet ans Gehäuse kommen und da kleben. Ja, das ist uninteressant. Also man kann hier, man macht das, ich nehme mal die Schallplatte ab. Also man geht hier an den Stecker, da der ein gewisses Volumen hat und auch viel Masse hat, geht man also mit dem schwarzen Teil dort dran. Mhm. Ja. Ansonsten über dem Kabel einfach so lang ziehen. Das war's. Schneller wie mit jedem Magnetisierer. Ja, und am Lautsprecherkabel auch so entlang gehen. Ja. Ja, also das heißt, das war's schon und das Produkt ist entsprechend bearbeitet. Und bei den Steckern von denen? Da muss man natürlich ein bisschen mehr arbeiten. Ne? Alles klar, aber jetzt hier diese Stecker hier, dann wieder diesen Teil hier nehmen, der nur diesen kleinen Punkt hat. Das heißt also, hier muss ich jetzt deutlich mehr arbeiten. Ne? Muss ich jetzt wir wollen ja auch das treffen, was drin ist. Ja, über die ganze Fläche. Über die ganze Fläche. Ja. Ja, und ansonsten an dem Kabel war schon ein ordentlich dickes Kabel. Das ist also ganz interessant. Also hier würden wir hier an dem Kabel lang gehen, bis hinten hin. Weil das so dick ist, würde ich es nochmal machen. Nämlich nochmal von unten. So. Mhm. Aber es kann eingesteckt bleiben. Ja, und dann kann man einfach so einmal lang gehen und einmal so lang. Und immer wieder den roten Punkt. Ja, an der anderen Seite, an dem roten Punkt und an der anderen Seite, da sind die Feldstärken schlicht und ergreifend am höchsten. Deshalb den Punkt immer so nach senkrecht von dem, was man entstören will, weghalten. Ja, das wäre jetzt zum Thema, zum Thema Stromkabel. Gut. Medien haben wir schon gesagt, auch Sicherungen. Sicherungen, die man im Haus einwendet, kann man also auch mit diesen Teilen mal so lang gehen. Ja. Ja. Und was Verglasungen angeht? Verglasungen angeht, alles, was man an Glas und Kunststoffen, beides, Glas und Kunststoff hat, dann da drüber gehen. Mit der Seite. Ich in der Anleitung gelesen habe, nur ein Drittel der Oberfläche ist schon. Man muss bei Kunststoff würde ich mehr machen. Mhm. Ja, also weil Kunststoff ein schlechter Leiter für Informationen ist. Mhm. Bei Glas muss man nicht alles haben. Ja, also braucht man nicht so genau. Nicht so genau. Man sagt, okay, ich mag es so, hat man schon eigentlich das ganze Glas in der... Also Kunststoffe sind ein schlechterer Leiter, da muss man dann exakter sein. Ja. Ja. Und wir löschen ja nicht nur die Strukturen, die sich dort gebildet haben, sondern wir geben ja auch eine neue drauf. Deshalb ist ja der Klangunterschied auch so krass zwischen den drei Stäben. Ja.
Also grundsätzlich empfehle ich, alle drei Stäbe mal auszuprobieren, wenn die beiden oberen mit in das Budget passen. Ja, würde ich also nicht nur den kleinsten, sondern auch die anderen beiden ausprobieren. Es gibt noch einen technischen Unterschied. Der weiße Stab hat hier unten keinen Magneten. Das heißt, man muss alles hier mitmachen. Man kann also dicke Objekte hiermit nicht so gut bearbeiten, weil hier ist nichts drin. Ja, es ist nur der Magnet hier oben. Ja. 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 Ansonsten auf unserer Website ist die Bedienungsanleitung, da kann man sich das nochmal sehr genau durchlesen. Mhm. Wir haben einen Testbericht zwei Testberichte zu dem Thema, einmal einer im Audiophil Online und einer im Hörerlebnis. Und im Hörerlebnis sind auch noch die anderen Tipps, die ich dann so entwickelt habe, auch enthalten. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal. Danke, Ed. Okay.